Hey da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier, der krasseste Channel überhaupt. Und heute haben wir mal ein Shoutout und ein Gastvideo von zwei Kollegen, zwei gute YouTuber. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da haben wir als erstes Rambo, der hat uns selber ein Shoutout gegeben und deswegen jetzt ein Shoutout zurück. Falls du das siehst, Rambo, tut uns leid, dass es so lange gedauert hat, aber wir hatten viel zu tun, viele Videos, dass deren Turnier kam dazwischen und sowas. Link zu seinem Channel. In der Beschreibung könnt ihr in der Beschreibung finden und dann halt da rechts an der Seite. Und ansonsten wird Moksha jetzt was zu seinem Channel noch sagen. Hallo Team Bubble, hier Moksha One mit einem Shoutout für Rambo. Auf jeden Fall ist, guter Kollege von uns, macht labernde Videos. Ja. Das hat das letztes rausgebracht, eine Kanalvorstellung für uns und hat sehr viele DevPro-Turnier-Videos und anderen Unboxings, also Openings und so weiter, Binder-Updates, alles mögliche, also er hat coole Videos, schaut's mal rein, subscribt ihn, liked ihn, kommentiert seine Videos, yo. Und dann haben wir noch ein Gastvideo, zwar von Monster Slot, guter Kumpel von uns, der hat schon mal ein Gastvideo gehabt, zwar noch vor unserer Pause, könnt ihr auch gerne mal abchecken, auch sein Link ist unten in der Beschreibung und dann rechts halt im Bild und der wird uns jetzt halt sein Clifford-Deck zeigen. Mit dem er, glaube ich, auf der YCS Bochum gespielt hat. Checkt seinen Channel auf jeden Fall ab. Ja, Leute. Ich darf heute auf Team Bubble G's Channel ein Video hochladen. Und es freut mich wirklich sehr. Nochmal ein Dank an Team Bubble G, dass ich das machen darf. Ich werde euch ein Deckprofil geben. Und zwar von dem Deck, das ich auf dem Team Bubble G Turnier gespielt habe. Ich kam leider nur in die zweite Runde. Habe dort dann leider verloren. Waren 2-1 gegen Nekrotz und leider sehr schade. Ich hatte zweimal danach hintereinander eine sehr schlechte Hand und ja, werde euch dann auch zeigen. Ja, ich habe eine Menge Karten rausgetan, die mir nicht sehr viel gebracht haben auf dem Turnier. War sehr schade. Auf jeden Fall, das Deck ist Clifford. Mag das Deck eigentlich sehr. Hab's schon gespielt, bevor es eigentlich auch schlecht wurde. Schlecht in Anführungszeichen, weil ich finde es immer noch sehr gut ist und immer noch sehr stark. Also deswegen habe ich mich auch für dieses Deck entschieden, für dieses Turnier. Auf jeden Fall fange ich jetzt mal an. Sehr Standard, als normale Monster, zweimal Kundschafter, einmal Monolith. In der alten Liste als Kundschafter auf 3 war, fand ich Monolith noch schlecht, aber jetzt so. Auch wieder Standard, dreimal Helix, dreimal Träger, einfach die 6er. Ich habe dann auch für die eben noch eine Tech-Karte reingebaut, die ich sehr gut finde. Dreimal Stealth, dreimal Scheibe, finde ich auch als Hutmonster sehr gut und eine Muschel. Das sind meine Panel-Monster. Ich finde, das passt doch so. Muss auch nicht mehr rein und nicht mehr raus. Die Trampolins finde ich nicht mehr so gut. Keine Ahnung, könnt ihr eure Meinung dazu sagen. Auf jeden Fall spielen noch ein Tower. Immer noch eine Superkarte. Auf jeden Fall sehr schwierig, Geld auch zu bekommen. Als Searcher dreimal Summoner's Art, ein Kleopfer, auch ein sehr gutes Karte, die gesearcht wird. Und mit Schwerter Morgengrauen kann man die Karte auch noch öfter verwenden. Nochmal hier ein bisschen Search, Topf der Gegensätzlichkeit. So, und dann die Karte, mit der ich ein bisschen Probleme hatte, aber immer noch gut finde: Sturmkraft der Monarchen. Davor habe ich es gespielt dreimal und noch Hartnäckigkeit im Monarchen, die diese Karte auf dem Deck searchen kann. Hat mir jetzt aber nicht gefallen und deswegen gehen die Karten raus. Jetzt nur noch zweimal drin. Jetzt klappt es um einiges besser. Punkt des Mondes. Zweimal MST, kann auch sein, dass ich die ein bisschen ändern werde. Davor hatte ich 3 drin, aber ich habe 3 Helix. Also ist halt gut gegen solche Sachen wie Leere der Eitelkeit vom Gegner oder falls der Gegner sonst irgendwas im Backrow hat. Ist nicht so wichtig, aber gut und schön zu haben. Skill Drain, leider noch 1, Serienübergang, macht sehr nette Kombos in dem Deck, finde ich sehr interessant und wirklich sehr gut. Klimawandel, dann Mirror Force, das war die Karte, die ich dann dafür reingetan habe. Ja, einfach sehr schön, OTKs von Necrots werden damit verhindert oder OTKs von Burning Abyss auch genauso oder Yosenyu. Die haben dann zwar vielleicht was verdeckt, aber trotzdem immer sehr gut sowas zu haben, wenn der deine Monster ausbombt.
und Lehre der Eitelkeit. Das ist, nachdem man sein Feld aufgebaut hat, kann man damit das gegnerische Feld blockieren. Und meine Monster-Effekt-Annullierer, teuflische Kette. Auch das sehr Schöne an der teuflischen Kette ist, man annulliert den gegnerischen Effekt und kann sie dann auch wieder mit dem Stealth auf die Hand geben. Mit dem Stealth kann man aber auch den Kundschafter auf die Hand geben. Also es gibt da schöne Kombinationen. Und dann meine Tech, sagen wir mal die Deutschen Knights. Man hat keine Monster im Friedhof, außer vielleicht den Tower. Ja, aber den Tower will ich auch nur selber zu den passenden Augenblicken spielen. Entweder falls ich das Spiel vor allem rumreißen möchte oder falls ich das Spiel perfekt unter Kontrolle habe. Und dann noch als letzte Konterkarte abhören. Davor hatte ich drin Trapstun, hat aber überhaupt nicht funktioniert und hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und dann noch als Einzeltraps Compulse und ja, Fallgrube. Was ich davor noch drin hatte, waren zweimal Erklimmen. Das Problem an der Karte ist, dass sie die Chain leider richtig kacke macht. Zum Beispiel Manju kommt aufs Feld, ich aktiviere die Karte. Das ist leider Chainlink 1 und der Manju ist Chainlink 2. Richtig problematisch, die Karte. Hat mir auch gar nicht gefallen. Dafür war die Mirror Force um einiges besser. Muss ich wirklich sagen. Das ist das Deck für Extra Deck. Ich habe einfach random 4er und 5er reingehauen. Das war eigentlich nicht so wichtig. Side Deck. Und ja, genau. Side Deck werde ich mir noch was überlegen. Keine Ahnung, weiß ich bis jetzt noch nicht so genau. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das Deck für die YCS Bochum nehmen werde. Auf jeden Fall, falls euch das interessiert, welches Deck ich für die YCS Bochum nehmen werde, ich werde einen Link unten im Schreiben für meinen Kanal reinsetzen, falls es euch interessiert. Auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, groß Dankeschön an Team Bubble Tea, dass ich das Video aufnehmen konnte und auch auf seinem Kanal, auf ihrem Kanal hochladen durfte. Und ja, großes Dankeschön dafür. Und ich hoffe, ihr schaut mal bei meinem Kanal rein. Und dann, man sieht sich und ciao, Leute.